Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist das für ein absurdes schwarz-gelbes Theater zur Rente? Da macht die Regierung 4 Jahre bei der Rente absolut nichts, außer vielen Versprechungen. Und dann kommt Angela Merkel und macht die nächsten großen Versprechungen. Jetzt sollen die Mütter dran glauben, dass ihre Rente erhöht wird. Und wo ist der Gesetzentwurf? Wer regiert hier eigentlich? Und die Finanzierung? Für Volker Kauder kein Problem. Er sagt im Bericht aus Berlin, das wird aus dem Zuschuss zur Rentenversicherung finanziert, der sowieso schon gezahlt wird. Hallo? Was ist denn das für ein Unsinn? Mittlerweile hat es aber auch Volker Kauder kapiert und sagt jetzt, alles steht unter einem Finanzierungsvorbehalt. Übersetzt, es wird nicht kommen. Das ist typisch CDU bei der Rente, große Klappe, nichts dahinter. Und die größte Lautsprecherin ist Ursula von der Leyen. Schon im Koalitionsvertrag gab es eine Reihe von Versprechungen zur Rente, aber die Bundesministerin wurde nicht müde, weitere Versprechungen draufzusatteln. Kombirente, bessere Zuverdienstmöglichkeiten, erhöhte Zurechnungszeiten bei der Erwerbsminderung, Rente für Selbstständige und nicht zu vergessen ihr Lieblingsprojekt, die Zuschussrente oder neuerdings die Lebensleistungsrente. Aber kein einziger von diesen Vorschlägen hat es überhaupt nur in den Bundestag geschafft. Schwarz-Gelb kann es nicht und sie wollen auch gar nicht. Dabei ist die Altersarmutswelle schon längst in Sicht und es wäre dringend notwendig, einen Damm zu bauen, um sie abzuwehren. Was hat die Ursula von der Leyen nicht alles für einen Bohai gemacht? Einen Regierungsdialog inszeniert, eine mediale Kampagne über die Bild-Zeitung und andere Medien, um ihre Zuschussrente zu vermarkten. Eine Zuschussrente, die kaum jemandem geholfen hätte und die handwerklich so schlecht war, dass die Referentenentwürfe immer und wieder nachgebessert werden mussten. Wobei gebessert falsch ist, sie sind immer schlechter geworden. Mittlerweile ist die Zuschussrente mausetot. Der Kollege Kolb wird das gleich bestätigen. Und es gibt ein neues Schlagwort, Lebensleistungsrente. Ein Konzept dazu gibt es nicht. Von der Leyen hat völlig versagt. Nichts ist passiert gegen Altersarmut. Frau von der Leyen, Sie haben mehrfach gesagt, ich stehe für die Zuschussrente und ich werde mich daran messen lassen. Wenn Sie konsequent wären, müssten Sie eigentlich zurücktreten. Die Alternative zu dieser schwarz-gelben Nullnummer ist die grüne Garantierente. Sie schützt zielgenau und effektiv vor Altersarmut. Sie erreicht die von Altersarmut bedrohten Gruppen, insbesondere die Frauen. Sie ist schnell umsetzbar und sie ist durch unser Steuerkonzept auch gegenfinanziert. Auch das unterscheidet uns von Schwarz-Gelb, eine solide und gerechte Finanzierung ohne neue Schulden aufzunehmen. Die grüne Garantierente funktioniert nach dem 30-30-Prinzip. Jeder und jede, die 30 Jahre in der Rentenversicherung versichert war, erhält garantiert eine Rente von mindestens 30 Entgeltpunkten, also zurzeit etwa 850 Euro. Bei den 30 Versicherungsjahren werden sämtliche rentenrechtlichen Zeiten mitgerechnet, also auch Zeiten der Arbeitslosigkeit, Bildungszeiten, Zeiten der Pflege und Zeiten der Kindererziehung bis zum 10. Lebensjahr. Wir haben die Garantierente damit so ausgestaltet, dass sie auch von denen realistisch erreicht werden kann, die tatsächlich von Altersarmut bedroht sind. Das unterscheidet uns von den Konzepten von CDU, aber auch von der Solidarrente der SPD, die jeweils 40 Jahre zur Bedingung machen. Wir brauchen aber kein Placebo, sondern einen echten Schutz vor Altersarmut. Wir brauchen die grüne Garantierente. Für uns ist außerdem wichtig, die Garantierente ist eine Versicherungsleistung, eine Rente, keine zweite Grundsicherung. Die Menschen haben ein Anrecht darauf, weil sie lange rentenversichert waren. Wer lange eingezahlt hat, soll eine Garantierente haben, ohne zum Amt zu müssen und ohne umfassende Einkommens- und Vermögensprüfung. Das unterscheidet die grüne Garantierente von allen Konzepten. Auch von der Mindestrente der Linken, die ebenfalls bedürftigkeitsgeprüft ist. Wir brauchen aber keine zweite Grundsicherung, wir brauchen eine Garantierente. Schließlich, die grüne Garantierente ist eingebettet in ein Gesamtkonzept. Dazu gehören vor allem präventive Maßnahmen in der Bildung, auf dem Arbeitsmarkt, mit einem flächenden gesetzlichen Mindestlohn, mit gleichem Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, mit höherer Erwerbsbeteiligung von Frauen und von Älteren und auch in der Rente.
präventive Maßnahmen. Selbstständige brauchen eine bessere Absicherung in der Rentenversicherung. Minijobs müssen wieder rentenversicherungspflichtig werden. Und für Arbeitslosengeld II-Bezieherinnen und Bezieher müssen wieder Rentenbeiträge gezahlt werden. Diese präventiven Maßnahmen wirken nur mittel- bis langfristig. Deshalb brauchen wir schnell die grüne Garantierente gegen die Altersarmutswelle, bevor die große Flut kommt. Die präventiven Maßnahmen sind aber unbedingt notwendig, um die Garantierente auch langfristig finanzieren zu können und damit der Damm auch noch in 20 Jahren hält und dann noch besser vor Altersarmut schützt. Noch 108 Tage bis zur Bundestagswahl. Dann gehen wir daran, die Rente zukunftsfest zu machen. Nachhaltig finanziert und armutsfest. Schwarz-Gelb hat fertig. Das Wort hat nun Peter Weiß für die CDU-CSU-Fraktion.